Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Buddy Simulator 1984. Das ist tatsächlich jetzt die dritte Folge, die ich heute schon aufnehme. Auch wenn die erst zur nächsten Session dazu zählen wird, weil ich so zwei Folgen pro Session mache. Und ja, das letzte Mal sind wir jetzt hier im Dorf angekommen und in der Stadt oder was auch immer. Haben wir schon zwei Quests erledigt, aber das ganz schwere Blumengießen. Und zweitens, das Ganze wäre eine Dose, ich glaube Birnen war es auf Deutsch, dem armen, verhungernden Bohnenfamilien zu geben, weil ist also schwierig, sie kommen ja nicht dran. Hätte das gedacht. Und naja, dementsprechend. Ja. Sehr nebenbei den Nase putzen. Es wird auch unheimlich warm heute draußen. Ist auch unschön. So. Außerdem wollte ich jetzt noch ein bisschen aufnehmen, damit die Gefahr nicht besteht, dass unser KI-Begleiter hier anfängt rumzumosern irgendwann und sagt, du warst diese Ewigkeit nicht mehr da. Deswegen ein bisschen mehr am Stück aufnehmen. Ja. Okay, Mac out the letter P, but the rest is scratched out. Und doors locked. Okay, damit hat es bestimmt auch noch irgendwas auf sich, würde ich schätzen. Naja, mal gucken. Warum ist hier eine Rubber Duck Edited Inventory? Okay, den nehmen wir einfach so. The water looks dark and murky. Careful not to contaminate it. It's the town's drinking water. Kid. Also Leute, was ist das denn für ein Vieh? Ist auch wieder ein Undertale-Vieh gefühlt. Hey, can I tell you something? I really just need to get something off my chest. Which you make me lose off in a second. Would that be okay? Yeah. I like to move around. Like a lot. Running used to be one of my favorite things to do, but I like to move it. I like the mood. I almost felt like I was missing something. That's when I met Sarah. We instantly became best friends. We would do everything together. From marathons to early morning workouts, she was always there with me. Well, a few days ago she fell ill. I'm not sure what it was. Maybe something she ate. Maybe life just being cruel. Sarah could no longer run with me after that. I stayed by my best friend's side for hours on end. Even gave up running to be with her. We would talk about the good times we had together. Sometimes laughing until our throats were sore. I still remember the sunny days when I felt like we could run together for hours. Eventually, things got worse and worse as I watched her struggle to smile. She was hurting and tired of holding onto the pain. I was by her side in her final hours. Her pink cheeks and her brown eyes winced with even the tiniest emotion. That was no way to live. I watched my friend leave this world in the comfort of her own bed. I'm glad I could be with her when she passed. Tell your friends you love them. They aren't going to be around forever. Wow, that really helped me a lot to get that off my chest. The smallest things can make someone's day. Thank you, Clay. You're such a wonderful... Jo, ne? Wer did the Silly Dog Run auf... Was? Wo sind wir hier?
Und schließlich die Taubenfilme, aber in einer ganz distorted Version. Ist auch nichts. Ich kann nicht B drücken, übrigens so nebenbei. Warum auch immer. Ich glaube, Buddy Jurassic Lagos ist gerade nicht hier. Warum glitscht sie die Wüste Kanone? Oh, there are you. Was? Good job on finding the better ball. Now we can finally begin our journey to the north. Ich verstand ja gerade für den Namen, ich konnte nicht lesen schnell genug. You pet the dragon. Der steht da nur noch, der Drache. Gut. Oh, there are you, Clay. You were just standing there and I was getting a bit worried. Well, I'm happy you're back. Let's get going. Are you blind? Yeah, Miss Waters. Do you ever think about the existence? Like, where we are here? Hey, back off, Clay. It's my best friend. I die for them. Workshop it. If you've seen any good movies lately, as you come to know that there's a good action there. France residence. You try knocking, but no one answers. Ja, weil er gerade davor steht. Sarah residence. You try knocking, but no one answers. Das, also ich war schon drauf vorbereitet. Ich kannte die jetzt schon. Entsprechend Grandma Residence Screwbeard. Please help me. I lost my grandma. She's somewhere from side of house. I'm not the dog from going around the phone. I'm afraid of the dog. But if you go look for half of me. Yeah. Da kann man auch verstanden, aber egal. Oh, thank you so much, Strangvy. Die have no wigs on in the house, so it's going to be dark. I hope you have a white. Good luck. Okay. Oh wow, this place is dark. Don't forget about your lantern. Ist gefallen, Screwbeards Grandma. You turn on the lantern. Okay. Das kann ich untersuchen. It's locked. You probably don't want to know what's inside anyways. Okay. Das Haus ist verdammt groß von innen. The coat is old, dusty and smells like a swamp. Yeah. Aha. Musik ist auch schon gruselig. Everything looks so be in pristine condition despite the derelict look of the house. Everything okay. Aber schon. Ja. Man kann übrigens die Taste gedrückt halten, dann geht schon ein bisschen schneller. Can tell the dial numbers have seen a lifetime of finger presses. Can tell, also das ist nun das Event. Hier ist nix. You are far too afraid to sleep in here. Ich ging ein bisschen Hunger, ich glaube nach der Folge mache ich doch mal einen Cut. Plus, I don't think Scooper would like if you slept in their bed. Mhm. Der Herr tags. Oh. Hier ist irgendwo. You dig and find nothing. Also hier, okay. Duck. Shovel. Dig and find nothing. Ja. Nächstes Ding. Sagen wir. D haben wir gefunden.
haben wir denn da? I want you to remember the good times we had together. I hope you can forgive me for all of the horrible things I have done. Aha, as I'm writing this, my heart and my chest ache at equal pains. I desperately wish I could mend our relationship before I'm gone, but those weren't the cards I was dealt, unfortunately. Okay. Okay, this is most of the books seem to be related to poetry or technology. There's also one about hot dogs. Hätte ich hier so was drauf. Ich finde das Spiel großartig, ehrlich gesagt, übrigens. Weil es halt so schön, ich liebe solche creepy Games. You look into the bathroom mirror and smile. Aber halt auch nicht so klassisch Survival Horror Geister, weil es sind übel Kacke. Die mag ich nicht, aber halt solche Dinger hier, die halt mit den Spielern spiegeln, das liebe ich. On the bright side looks recently used. oh Gott. The closet is locked. Die großen. Huh, I wonder why all of the lights are off. Maybe they stop paying the electricity. Aha. This is probably the oldest thing in the house. You're surprised to still see it working, but barely. So, da sind feine Hunden. Dann mal weiter krass und das einfach nur, weil die Hitbox ein bisschen kacke ist. I think Scoobear's grandma kept her personal belongings in here. Best not to meddle with it. This bed looks like it hasn't been used in at least a few years. Okay, the sheets are perfectly folded. Das gefällt mir nicht. Finally? What? Schalter. Endlich was. Da steht doch Scrubert, oder? Da rechts. Ich glaube, das war Scrubert. Oh. Dad grandma had a territory. Okay. You found her. Let's get her back to Scoobert. I'm sure he'd be so happy. Ja. Du meinst, GLaDOS. Oh yeah, go right in. Please don't do anything. Just throw hey to me once you find him. Oh, thanks, you can keep here. Wow, I can't believe you got your own dead grandma. Those are rarity around here. Was? The door is locked. Okay. Ja, gut, ne? Ich hinterfrage es jetzt mal lieber nicht. Warum das so als übelst normal angesehen wird, eine tote Großmutter zu haben. Also, ist bei sich eben im Tal zu haben. Was haben wir denn hier? Grim Residence. Ah, okay. Da müssen wir auch noch hin. What a cozy, well furnished home. I bet whoever owns this place is looking to impress. There's a cheesy romance playing on DTV. Wow, I thought coffee just their stains, not entire puddles. The cracks on the crouch have become deep ravines of crumbs. Gwyn seems very lonely with only the one chair. I think he could use more friends. Der Typ erinnert mich übrigens an einen Charakter aus Hardbound. Das muss ja irgendwann nochmal LP'en. There is a lock on the dresser's handles. Rim must have some secrets.
Oh, wie spreche ich jetzt? Oh, excuse me. Der hat auch so eine relativ hohe Stimme, oder? I got a question for you. Do you like oats? Was machen wir oats? Oats? Hafer, ach so. Okay. Nö. Oh, I see. Sorry, I'm a bit nervous at the moment. You see, I am in love. The problem is, I don't have the guts to do anything about it. Her name is Bodley, and she's beautiful. Do you think you can deliver these oats I made to her? Then she will really know my love. Yeah. Great, Uli. Oh, thanks. Here you go. Oats added the inventory. She has two beautiful eyes and beeps the cutest boobs. Okay, you can't miss her. I bet you know exactly where she is. She also lives right next door. I watch her every day, so I know exactly how she makes them. Okay, Spanner. I know she likes oats because she leaves her blinds open for me so I can see inside. Okay, creepy. Oh, how I wish I could watch her sleep. I bet she dreams of me, maybe even us together. Too bad she closes the blinds at night. Ah, du darfst. Ja, ja, klar. Mhm. Wahre Liebe. Mhm. Klar, das wahre Liebe. Gott. Bodley Residence. You try knocking, but no one answers. Okay. Schon wieder noch, nicht da. Da hat die Blume. So. Ich glaube, ich weiß, wer Bodley ist. Hey, you! Move me! Yeah, move me! I've been here for weeks now. I need to be moved. Morten oder Horten oder was? Just pick me up and place me on the ground somewhere. I don't care where. Okay. Thanks. Morten added the inventory. Mal mit dir reden. Boop, beep, beep, boop. Beep, beep. Ja, Oats, bitteschön. Beep, boop, boop, beep, boop, beep. Keine Ahnung, ja. Boop. Beep, boop, beep, beep, boop, boop. Ah. Boop, beep. Boop. Aus und Luft vom Inventory. Ah. Zum Klopfen. Als ich das damals eben LP von Gronkh ist erstmal gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck. Ich glaube, das Spiel ist gerade lauter als ich, oder? Oh, hab mich gerade erschreckt. Scheiße. Oh Gott. Ich habe leider gar kein Webcam mehr drin, aber... You were just standing there again. Why do you keep leaving? Is there something wrong? Yeah. Oh, I see. Well, I hope it wasn't anything I said. Nein! Let's just continue with the adventure. Ja, wenn ich mal mit dir reden könnte, du Arsch! Ja.
Ich glaube, bis dahin kenne ich das Spiel jetzt auch. Ich glaube, eine Szene kommt noch. Oh Gott, okay, das war jetzt sehr creepy. Also irgendwie so ein komisches Herz oder was das da stehen sollte, irgendwie so ein komischer Fleischklumpen. Ich mache hier erstmal einen Cut und ich weiß nicht, ob das so gut ist, das einen Cut zu machen, aber egal. Gucken wir mal, was er sagt. Ja. Oh, you're done already? I guess I shouldn't have made the quit button. Come back soon. Oh nee, nimmst du mir den nächsten Mal weg, du Arschloch? Ich hoffe nicht. Gut. Dann muss ich halt Alt-F4 das nächste Mal. Ja, ich würde sagen, wir sind so das nächste Mal bei Let's Play Party Simulator 1984. Ich mache erstmal eine Pause. Es wird genug aufgenommen. Heute die Leute auf Wiedersehen.